Hallo da draußen, willkommen zu einer weiteren Folge der Weg mit Daddy. Ja, ich bin wieder am Start, jeden Tag, wie immer. Heute geht's bei mir um das Thema, wie man die Flaschen am besten sauber macht. Ja, liebe Eltern da draußen, das Flaschen sauber machen gehört bei uns schon mittlerweile zum Abendritual. Ich und meine Frau haben die Regel, vielleicht ist hier auch was für euch. Der eine bringt das Kind zum Schlafen, der andere macht die Flaschen sauber. Ist halt eine tägliche Aufgabe. Wir wechseln uns da in der Regel immer wieder ab, obwohl ich auch ziemlich oft die Flaschen sauber mache, weil durch den ganzen beruflichen Alltag ist man dann doch schon abends etwas gereizt und genervt. Und dann kann es dann schon helfen, die Flaschen sauber zu machen und zu wissen, man kann sich gleich schon hinsetzen und ein paar Videos schneiden. Aber die Frau bringt den Kleinen halt in der Zeit ins Bett. Ich habe jetzt ein paar Tipps zusammengesammelt, wie das Ganze etwas einfacher vollstatten geht. Wir nutzen als erstes immer Flaschenbürsten. Tada! Ich habe hier wirklich eine der besten Flaschenbürsten. Wir haben schon viele getestet. Es sind sogar ein paar aus China gekommen, aber die hier ist aus Deutschland, eine von Nubi. Da werde ich ein Super- oder Scheibenkleister-Video noch drüber machen. Die hat hier nämlich noch einen extra Aufsatz, seht ihr, nur für die Sauger. Total super. Das Video wird folgen. Ansonsten, Flaschenbürsten eignen sich halt am besten, um die Flaschen sauber zu machen. Wir haben am Anfang immer die Flaschen mit heißem Wasser ausgekocht. Das war die einzigste Variante, die kam von meiner Schwiegermutter und von meiner Mutter. Danke für den Tipp. Aber irgendwann war uns das Ganze dann halt auch zu lästig, immer wieder Wasser abzukochen, dann da rein. Und dann haben wir die Marmflaschen entdeckt. Die haben wir wirklich mehr auf der Suche nach wegen sauberen Flaschen als auf wegen den Koliken entdeckt. Die Marmflaschen habe ich auch schon ein Super- oder Scheibenkleister-Video drüber gemacht. Die kann man halt in der Mikrowelle sterilisieren. Aber ansonsten ist es halt wichtig, der Punkt, sterilisieren. Da wir nicht nur Marmflaschen haben, weil unser Kleiner lieber aus den Nuckflaschen trinkt mittlerweile, haben wir uns so einen Sterilisator geholt. Auch darüber wird noch ein Super- oder Scheibenkleister-Video folgen. Dieser Sterilisator macht halt durch Wasserdampf, tötet er die ganzen Bakterien, die da drin sind, und die Flaschen sind wirklich steril und sauber. Sollte man in den ersten 6 Monaten auf jeden Fall, ist es von Kinderärzten empfohlen, darauf zurückzugreifen. Ja, ansonsten ist es, wie gesagt, auch eine nervige sowie schöne Aufgabe. Wir bereiten dann halt auch immer, wenn ich dann jetzt fertig bin mit den Flaschen, mache ich dann noch die Döschen für das Babypulver voll. Das sind so halt die täglichen Aufgaben, die wir Eltern so haben. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, wie das Ganze schneller vonstatten geht. Ja, wichtig ist, ja, da ist einer der wichtigsten Tipps, wenn das Kind schon getrunken hat und die Flasche fertig ist, immer wieder den Rest auskippen, schon mal Wasser reinmachen und Spülmittel reinmachen, so machen wir es, damit das Ganze sich nicht eintrocknet und einhärtet, weil sonst ist es echt blöd, die sauber zu machen. Ich danke fürs Zusehen. Abonniert mich, denn Abonnieren macht glücklich. Bis morgen oder bis zur nächsten Folge. Ciao!